So, und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Aufnahme für diese Woche, für dieses Wochenende. Da ist unsere Ziegel auch schon fertig gebrannt. Tadada. So, Digga, moin. Ja, hier steht ja auch ein Blumentopf, sehe ich gerade. Ja, wow. Das hat super geklappt. So. Haben uns erstmal ein paar gemacht. Oh, da muss ich jetzt aufpassen, ne? Dann halt nicht so, ist mir auch egal. Meine Bucke ist voll cool. Hat doch eine Blume gefehlt. Da kommen wir vor wie in Italienisch. Das geht gar nicht. So, Leute, da fehlt ja noch ein Fenster. Nee, da nicht. Da fehlt ein Fenster. Okay. Das ging nicht, haben wir gerade festgestellt. Auch das geht nicht, okay. Machen wir es halt so, dass wir hier überall die Bäume reinmachen. Dann machen wir hier oben die Bäume rein. Sieht gut aus. Was habt ihr denn? Sieht gut aus. Ja, okay. Ich finde, sieht gut aus. Die Frage ist natürlich jetzt, was passt sich hier noch rein? Also, oben würde ich ehrlich gesagt so eine ganze Ausstellung machen, so. Mal die ganze Wolle mit. Und auch weißes Glas. So. Haben wir noch Wolle? Da. Da. Über das Glas auch noch alles mit hier. Er weiß, ob wir es brauchen können. Haben wir hier noch irgendwas? Warte mal, hier fehlt noch ein blauer Block, oder? Oh, ist ja keiner drin. Ich glaube, da könnte ich jetzt nicht rechtzeitig wegklicken. Ich hoffe es schon, ansonsten werde ich an dieser Stelle einen Niesen rausgeschnitten haben. Hoffe ich. Weil ich denke, dass ich weiß, dass ich hoffe, dass ich tue Dinge. Ja. So. Dann erledigt sich das alle dicht. Wir beginnen einfach mal, hier den Teppich zu verlegen. Ich würde sagen, hier kommt roter Teppich schon einfach so, weil ich Lust dazu habe. Wir können ja am Ende immer noch alles wegruppen, also so ist es ja nicht, aber ich will einfach noch mal sehen, wie es aussieht. So.
Und dann halt so zum Bett hin. Huch. Das kommt dann selbstverständlich weg. Und auch das kommt weg. Und dann geht's auch hier hinter. Das muss man jetzt, ja gut, das muss man jetzt nicht unbedingt mit Teppich auslegen, hier diesen Zwischenraum. Ich finde das ganz cool. Kann man es hier am Rand, kann man... im Zickzack-Modus Teppich legen. Du warum der Weg ist halt, was ich bei Minecraft noch nicht so cool finde, dass man auf den Teppich halt nichts stellen kann. Dass man da nicht so einen Unterschied erkennt. Oh cool, das da ist Teppich und das dann nicht. Finde ich ein bisschen schade. Weiß, schwarz. Weiß. Schwarz. Weiß. Weiß, weiß, weiß. Weiß, 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 schwarz, schwarz. So. Das da wird natürlich weggemacht noch. Genau wie das hier. Moment, da habe ich eine Axt dafür. Genau. Die, die ich hier gerade abgemacht habe, können dann hierher kommen. Oh, dann haben wir hier noch Zwischenräume. Wie wir die ausfüllen, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Palabo. Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Hier kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man hier noch was hinstellt irgendwie. Aber ich habe gerade kein Holz dabei, das ist doof. Das bräuchte ich ja echt zum Ausgarnieren. Zum Ausgarnieren, oh mein Gott. Dann holen wir halt schnell Holz. Nee, Holz. Holz. Oh, haben wir was? Holz. Oh, ich glaube, noch ein weißes Holz irgendwo gehabt, oder? Ach, da war's. So, dann kann weg. Da bewegt sich da was. Jetzt kann was bewegt. Auf Gras. Hallo? Hallo? Mach mir keine Angst. Wer bist du? Nö, anscheinend doch nicht. Das sind die Hausgeister. Mach mich kirre. Nein, tut's nicht. Opa. Dann gehen wir mal hier hoch. Und sind wir hier. Dann könnte man hier eventuell noch ein paar Blumentöpfchen aufstellen. Sieht das aus? Ja, ein bisschen komisch sieht's aus. Und dann müsste man das so machen. Und dann könnte man hier dasselbe tun.
Hier könnte man eine Sitzecke hineinbasteln. Dazu brauche ich allerdings auch eine Workbench. Mensch. Dieser massige Workbench-Verbrauch, das ist krass. So. Und weg damit. Und dann kommt hier. Ein Tischchen. Würde ich aber fast das hier noch wegreißen. Es kommt besser, dann könnte man hier eventuell sogar die Workbench einfügen. Ja gut, das ist nicht so der Fall. Da kann ich mir schöneres vorstellen. Dann macht man hier halt einen... Ne, auch das sieht komisch aus. Oder macht das so hier? Moment, das muss ich mal ausprobieren. Das hat doch was. Einfach mal so ein abstrakter Tisch so hier reingezimmert. Warum nicht? So, das hier wird noch ein Durchgang. Hier allerdings ein bisschen komisch aussieht, deswegen gucke ich mal, ob ich das zumachen kann so. Sieht aber jetzt auch wieder strange aus. Es ist hin und her, aber ich kann schlecht moderne Gebäude bauen. Doch, wir fangen an, das mit Wolle zu basteln, also das ganze Haus mit Wolle zu basteln, das könnte ich gar nicht, weil ich es komisch finde. Da ich das nicht finde, gut aussehen. Das erste Mal, wenn man jetzt den ganzen restlichen Boden so. So. Dann habe ich hier überall dieses Schachmuster drin. Ist ja meistens so, in den großen Häusern steht nicht viel drin, das ist einfach nur ein riesengroßer Boden. Alle freuen sich, dass sie einen großen Boden haben, aber keiner kann ihn benutzen. Weiß, schwarz, 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 schwarz. Wenn mir noch was einfallen sollte, dann kann ich ja den Teppich auch einfach wegreißen. Boah. Und dann die entsprechende Stelle etwas setzen. Boah, was ist das denn für Mucke? Oh yeah. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguess, meine lieben Damen und Herren. Es ist spät abends, die Kerzen flackern und wir sind in bester Stimmung. Oh mein Gott. Alter Schwede. So, mal schauen, wie das aussieht hier. Aber warum nicht? Ich habe noch schwarz, ich habe aber auch kein Weiß mehr. Hallo meine Lieben. Wie geht's euch denn? Ich kann nicht singen. Ja, ich kann wirklich nicht singen, also ich wüsste nicht, was ich auf das reimen sollte, darum... Ja, ne? Bam, ba, da, boo, di, da. Chuti, da, 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 du. Ba, ba, da, ba, ba, ba. Mir fehlen zwei weiße Dinger. Dann nehme ich einfach mal hier raus.
weil ich sicher selbst verballert habe. Dann nehme ich aber für den Tisch 3 Orange, ne? Orange sieht auch geil aus bei Tischen, finde ich. So. Dann mach ich mir nämlich noch hiervon was. Und dann machen wir uns hier ganz schnell noch mal ein paar davon. Dann passen wir das hier mal an. Sieht nämlich komisch aus. So. Doch was, was wir anpassen müssten. Da hinten wird noch ein weißes. Mir hat ja auch gerade ein weißes gefehlt. Ach, siehst du, da habe ich's. Oh, da fehlt auch noch ein weißes. Dann werden auch diese Tische jetzt wohl orange werden. Wenn man das so nimmt, dann ist das eigentlich komplett falsch hier hinten. Ich könnte aber auch komplett schwarz machen. Moment. So. Da bist du ja halt, ne? Ja, okay. So, hier ist alles okay. Hier kann ich jetzt noch, Moment, ich habe doch hier die Workbench schon wieder eingepackt. So, dann kann ich hier doch eventuell nochmal... Treppen basteln. So. Und dann fügt man die einfach mal hier ein, wo wir das lange schon vorhatten. So. Das wollen wir schon länger mal machen. Und da oben kommt dann auch noch eine Reihe hin. So, tada. Lol, eins fehlt. Hat sich irgendwo eine Werkbank? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Mach schnell nochmal ein. So, da, hier. Tada. Klack. So. Das sieht ganz gut aus im Momentan. Wir haben noch keine Blumen jetzt hier oben. Wir haben auch noch kein, keine Bilder an den Wänden und so. Aber das war's dann erstmal wieder für die heutige Folge, meine lieben Damen und Herren. Ich freue mich auf nächstes Wochenende mit euch. Und da wird es vielleicht wieder längere Folgen geben oder ja, mal schauen, was wir machen in der nächsten Folge. Wenn ihr wissen, wenn ihr irgendwas in der nächsten Folge machen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare und wir machen das. Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.